Dazu später mehr in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu eurem Max. Wir haben heute auch noch diese Themen für Sie. Sie trägt keine Masken, dafür aber immer einen Helm. Denn der ist Pflicht bei dem waghalsigen Sport, den Lilly Stephasius betreibt. Sie fährt Skateboard und das so gut, dass sie nächstes Jahr bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei sein möchte. Dort feiert das Skaten seine olympische Premiere. Lillys Chancen stehen ziemlich gut. Dabei träumen Sie auch von weißen Weihnachten? Zumindest im Norden Europas ist das nicht unwahrscheinlich. Ganz anders auf den sonnigen Kanarischen Inseln. Die liegen vor der Nordwestküste Afrikas und gehören zu Spanien. Und im Dezember ist es so warm, denn dann ist Weihnachten auch in Spanien vorbei. Unsere Sendung ist jetzt auch zu Ende und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.